Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Planet Kräfter. Das war blauen Himmel Hammer und jetzt könnte man uns ja mal so eine fortgeschrittene Herstellungsstation basteln. Die wird ja hier recht gut reinpassen und dann schauen wir mal. Oder haben wir nicht genügend Energie? Da müssen wir natürlich jetzt gleich einmal wieder schauen. Was brauchen wir denn? Da brauchen wir nur Magnesium. Ja, Magnesium sollten wir haben. Magnesium sollte hier irgendwo rumliegen. Stellen wir gleich nochmal auf. Ja, das Zeug braucht natürlich wesentlich mehr Energie als diese kleinen Sachen, die wir vorher mal hatten. So, die stellen wir hier her. Den Sonnenkollektor. Ich muss jetzt einmal schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie man wieder in die andere Richtung dreht. Auch mit dem Scrollrad. Ne, Objekt drehen. Schauen wir mal. Da schauen wir jetzt mal. Ah, okay. Okay. Ich hatte es immer mit R gemacht, aber das ist ja nicht so tolle. So, jetzt schauen wir mal hier rein, was man denn mit dem Ding machen kann. Weil wir ja Iridiumstäbe brauchen. Ah, da kann man es herstellen. Ah, da brauchen wir 6-mal Iridium. Uranstab. Superlegierung können wir auch herstellen. Raketentriebwerk. Rucksack T4. Sauerstoff T4. Ja, 3-mal Superlegierung haben wir nicht, aber ich glaube, wir könnten es uns einmal herstellen. Magnesium, Silizium, Titan. Titan, Magnesium. Wahrscheinlich wird es am Silizium wieder scheitern. Ne, haben wir. Gehen wir nochmal ruf. Werden wir uns mal eine Superlegierung herstellen. Okay. Die haben wir. Dann haben wir es noch 2-mal. Und dann nehmen wir gleich Kobalt mit und holen wir uns den großen Sauerstofftank. Kein Kobalt drin. Nee. Kobalt, auf jeden Fall hier Superlegierung. Hat man die andere drin gelassen wahrscheinlich. Genau. Neue Mitteilung haben wir erhalten. Ja, das werden wir uns gleich einmal anschauen. Da müssen wir jetzt auch mal rüberschauen. Jetzt schauen wir uns erstmal die neue Mitteilung an. Wir haben eine E-Mail erhalten. Was sagt er denn? Deine Planetenspezifikation unbekannt, unbeansprucht, 0. Der Planet befindet sich im Sektor Isital Prime, einem Prä-Zivilisationssektor, der hauptsächlich von Handelsschiffen durchquert wird, um zwischen großen Weltraumhäfen zu reisen. Der Sektor zählt 842 Planeten und 13.000. Okay. Er wurde als einer der möglichen Kandidaten für eine zukünftige Kolonisierung identifiziert. Ja, glaube ich. Bei blauem Himmel haben wir ja auch bereits. So, schauen wir mal hier rauf, was wir noch alles brauchen. Kobalt. Ja, da brauchen wir Kobalt. Da gehen wir jetzt mal hier raus und suchen Kobalt. Sollte ja kein Thema sein. Es ist schon so irgendwie gestaltet, dass man immer die Sachen braucht, die man nicht hat. Aber wenn wir natürlich schon mal unterwegs sind, dann nehmen wir gleich einmal eine ganze Ladung mit, bis wir wieder voll sind. Da bin
bin ich schon gespannt. Dieses Sauerstoff des T4, wie viel Kapazität es dann hat. Ah, jetzt sind wir voll, da gehen wir zurück. Da läuft es jetzt oben rechts schon ziemlich annehmbar schnell, würde ich mal sagen. Genau, da müssen wir jetzt den Sauerstofftank noch ablegen. Nehmen wir erstmal da was rein, damit wir ihn ablegen können. Ja, 370, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Und natürlich der Rucksack T4, aber dafür braucht man dann gleich zweimal Superlegierung. So, jetzt schauen wir noch mal hier rein, wie es denn hier weitergeht. Der Iridiumstab ist klar. Kernreaktor, auch überall braucht man dann Superlegierung. Da könnten wir uns noch einen Tisch herstellen. Jo. Okay. Sachen legen wir mal alle ab. Und dann schauen wir noch mal rauf, wie weit denn unsere Züchtung schon ist. Noch nicht ganz durch, aber bald. Ja, da haben wir natürlich jetzt komfortabel Sauerstoff. Da, wer vielleicht die ersten Folgen gesehen hat, als wir alle 10 Sekunden Sauerstoff aufnehmen mussten, das war schon ein bisschen Wahnsinn. Das Ding ist leer. Da gehen wir jetzt, glaube ich, auch nochmal in das Schiff hier rein. Weil da waren ja doch auch noch einige Samen drin, soweit ich weiß. Oder vielleicht haben wir es schon mal rausgenommen zwischendurch. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Schauen wir noch, keine Wolken weit und breit. Ja, manchmal lädt es ein bisschen langsam nach. Man merkt es, wenn es dann etwas ruckelt. Diese Samen nehmen wir natürlich mit. Das ist schon mal gut. Oh, da haben wir auch noch für unseren Sauerstoff. Genau, da können wir jetzt mal am Sauerstoff werkeln. Sind wir ja voll. Aber man sieht so eine weite Strecke und wir werden vermutlich kein einziges Mal Sauerstoff nachladen müssen.
Also keine Sauerstoffflasche nutzen. So, jetzt sollten wir gleich unser Lager wieder sehen. Noch nicht. Aber jetzt. Genau, wie ich es vermutet hatte, wir schaffen es noch. Nahrungsmittel ist niedrig. Nahrungsmittel können wir was futtern. Weil das müssen wir sowieso. Dann gehen wir mal hier rein. Sehr schön. Da haben wir ja jetzt wieder was für diese Schankausamen. 150, 150. Oh, Pesta sind sogar 200. Das könnte man vielleicht mal austauschen. Schauen wir mal, ob wir die, wenn wir die jetzt irgendwo hinlegen, ob wir da irgendwas damit machen können. Kann man nur wieder aufnehmen. Ja, da ist alles voll. Dann schauen wir mal. Zweimal Eis bräuchte man noch. Stockfinster ist es. Aber wie ich neulich schon gesagt habe, die Nacht haben sie etwas kürzer gemacht. Ist nicht mehr so lang, wie es vorher war. Farbe können wir ändern. Na gut. So, vielleicht können wir da oben gleich nochmal so ein Wohnding hier draufstellen. Ne, brauchen wir noch Eisen und Titan. Eisen und Titan. Eisen haben wir. Titan, okay. Jetzt hier rauf gehen, haben wir noch mehr Platz. Sehr gut. Das könnte man ja ernten, würde ich mal vermuten. Aubergine. Kürbis. Und Pilz. Werden wir schon bald dann komplett unabhängig werden. Aber jetzt schauen wir erst einmal nach unserem Sauerstoff. Eisen. Na, braucht man nur noch Eisen. Okay, stellen wir hierher.
Jo. Geht's auch mit dem Sauerstoff wieder voran. Was ich jetzt noch sagen wollte, vielleicht noch irgendwo einen Schrank. Vielleicht auch hier nochmal einen Schrank her. Schauen wir, was wir brauchen für einen Schrank. Dreimal Eisen sollte man haben. 1, 2, 3. Genau, da legen wir jetzt das ganze Zeug hier rein. Noch eine Wasserflasche. Die wir natürlich gleich einmal vernichten können. Und hier nehmen wir noch was zum Futtern raus. Und dann schauen wir mal hier drauf. 37% Wolken. Okay, da haben wir es schon bald. Ja, es ist immer noch. Jetzt ist es noch sandig. Ich denke mal, wenn kein Sturm ist, werden wir hier schönen blauen Himmel haben. Genau, Sturm ist vorbei und haben wir wieder blauen Himmel. Fühlt man sich jetzt schon fast so, wie zu sagen, Sauerstoffmangel, was ist das? Da ist voll. Und ich denke mal, was wäre denn hier eigentlich das nächste, das man angehen könnte? Natürlich klar, so eine T3-Heizung wäre schon mal was. Aluminium haben wir ja. Iridium haben wir hier zweimal. Dreimal. Schauen wir mal hier rauf. Brauchen wir neunmal. Gehen wir mal gleich an den Schrank. Vielleicht auch einmal Sauerstoff. Und dann laufen wir mal hier nach hinten und schauen, ein bisschen Iridium abzubauen. Na, da können wir gleich eine dicke Heizung hier reinbasteln. Wäre da
wäre das schon mal eine super Sache. Aber ich sehe gerade, dass die Zeit schon wieder rum ist. Na egal. Machen wir nochmal kurz. Gehen wir nochmal zumindest in die Richtung. Scheint es auch einen kleinen Sandsturm zu geben. Da blinken unsere Iridiumkristalle schon. So, schauen wir mal, ob es tatsächlich so ist. Schaut gut aus, würde ich sagen. Ja, und da würde ich einmal sagen, baue ich jetzt noch einmal ein bisschen ab. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und dann werde ich auf jeden Fall hier mal eine große Heizung bauen. Da haben wir jetzt hier schon nochmal 6-mal Iridium. Wer hätte das gedacht, dass wir das so schnell hier sammeln können. Und dann starte ich quasi die nächste Folge, wenn ich wieder zurück bin im Lager. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.